Hey Leute, willkommen zurück zu Nio. Wir machen weiter hier im Dojo, denn ich habe 3 neue Trainingsmissionen und eine ist ausgegraut, leider. Ja, ich habe nicht die Geschicklichkeit für den Weg des Ninjas, oder... Ja doch, es ist Geschicklichkeit. Ich brauche 10. On Mio habe ich die Magie und hier... Was? Derzeit höchste Waffenmeisterstufe. Oha. Da brauche ich eine Waffenmeisterstufe. Ja. Ich würde sagen, wir machen erstmal den Weg des Onmyo-Magiers. Das Ki, das dich umströmt. Deine Macht scheint größer zu sein als zuvor. Wenn du aber noch mehr Macht strebst, kann ich dir eine Prüfung stellen. Diese zeigt mir, wozu genau du fähig bist und ob du stark genug bist, die neue Technik zu erlernen. Ja, das kriegen wir doch hin, oder? Hab ja schon mal gesagt, das ist alles irgendwie meins, so dieses Onmyo, das gefällt mir besser als das Ninjutsu-Zeug. Sollen wir kleine Shurikens oder Messer werfen? Ich meine, naja. So stark kann das Zeug auch nicht sein, als dass es sich so ausgleicht, finde ich. Denke ich. Mal gucken. Vielleicht werde ich es irgendwann mal testen und dann für gut befinden. Oh, was ist jetzt hier los? Alles klar. Ach, ich habe gar keinen Schutzgeist dabei. Wir fangen an. Ja. Oh Mann, ich treffe ihn nicht. Kleiner Schelm. Na? So. Oh, oh, da kommt schon der Nick. Yeah, der Regenschirm. Oh nein. Alter Schwede. Der Regenschirm ist schon mal ganz schön gefährlich, ne? Oh ja, ist er wohl. War das denn was? Eine Schwächung? Ja. Natürlich, ich muss einfach nur alles ablocken von dem Schirmchen da, was... Oh, hallo. Was? Na klar, Fuku, ich meine, du hast mir gesagt, ich soll das machen, also habe ich es gemacht. Das ist eine Trainingsmission, also glaube ich nicht, dass hier Sachen versteckt sind. Gut. Ja, ich hab den Vertrauten rausgemacht, weil, also beziehungsweise den Geist, denn... Ich habe so ein paar Titel jetzt geholt, beziehungsweise so ein paar Fortschritte gemacht. Das ist gar nicht so leicht. Also ich habe die ersten beiden Bosse, die Vampir-Lady und den Ticken mit den 2 Kanonenkugeln an den Händen, die habe ich jetzt geschafft, ohne getroffen zu werden. Das ist eine Challenge und wenn man die schafft, kann man wieder ein Pünktchen verteilen. Wunderbar, Sir Anjin. Die Techniken der Onmyo wirken mit ungeahnten Kräften auf die unzähligen Dinge unserer Welt. Sie sind jedoch dafür bestimmt, das Gleichgewicht zwischen Licht und Dunkel zu bewahren. Du darfst dich nicht verleiten lassen, diese Kräfte für das Böse einzusetzen. Wir werden uns wiedersehen, wenn die Zeit reif ist. Ja, cool. Habe ich noch was? Yokai-Station? Nee. Da seht ihr, ich habe jetzt schon eine Menge gemacht. Also, es sieht jetzt nicht viel aus, aber hier zum Beispiel.
Das habe ich alles gemacht. Oder hier. So was hier. Und was denn hier? Onryoko-Vernichter. Also nicht getroffen werden bei der Hinoenma, nicht getroffen werden und so weiter. Mehr habe ich noch nicht probiert. Oh, ich muss nur hier noch erledigen. Ein drittes Mal. Naja, wollte ich euch nur wissen lassen. Oh, guck mal, wie schön. Jetzt habe ich hier alles verfügbar. Ja. Hätte ich auch gleich die zweite? Nee, leider nicht. Muss ich erst wieder eine Mission abschließen? Schwächung? Jetzt einfach noch ein paar mehr Talismane, nehme ich mal an. Brauche ich hier noch irgendwas? Erde? Yokai-Schutz? Ja, vielleicht. Schockwelle. Wirkdauer von heiligem Wasser wird erhöht. Talismane der Faust, ich weiß ja nicht. Oh, das ist eine passive Fähigkeit. Einsatzdauer überlebter Waffen um 3 nur. Naja, nee, das ist jetzt ein bisschen wenig eigentlich. Ah, ich würde sagen, wir nehmen die zweite Stufe, dann habe ich noch mehr davon. War gut. Achso. Ganz vergessen, ich muss ja hier schreien und dann... dann Jutsu bereit machen. So, habe ich den jetzt auch ausgerüstet? Bald hier. Kekai ist ziemlich gut und Blutbad ist auch noch recht nett. Oh, warte mal. Das sind jetzt auch nochmal 3. Oder ist die nächste Stufe davon? Na gut. Ich dachte eigentlich, die wird jetzt einfach nur erhöht, die Aufladung, aber leider ist dem wohl nicht so. Faultier. So, was nehme ich denn? Ah, ich habe ja schon Mitsuchi. Oh, ich dachte, ich hätte den immer noch abgewählt. Na gut. So, Blutbad. Dann haben wir Kekai. Dann nehmen wir dann noch die Steine rein, glaube ich. Wind, Blitz, Faultier. Sehr gut. Ich würde sagen, Schutzgeist noch, ha? Huh? Alles klar. Nette Sache. Wir können sogar schon rüberschippern in die nächste Region. Das will ich aber nicht machen. 43 haben wir hier. 38. Die Knochenbrücke. Geste lachen. Uralter Text. Klebe. Topf. Ernsthaft? Locker alles junge Samurai. Ah, Sir Anjin. Danke, dass du gekommen bist. Ich habe Bericht aus einem der Dörfer erhalten, die zu meinem Reich gehören. Wie es scheint, sind mitten in der Nacht Banditen aus dem Nichts erschienen und über die Ohashi-Brücke geströmt, um das Dorf anzugreifen. Ich habe meine stärksten Samurai versammelt, damit sie sich der Sache annehmen. Würdest du sie dennoch dabei unterstützen? Wir könnten Hilfe gebrauchen und haben keine Zeit zu verlieren. Ja, komm, das können wir machen. Also ich bin jetzt schon weit drüber. Ich bin irgendwas Stufe paar und 60. Naja, Brücken sind schon seit uralten Zeiten ein unerlässlicher Teil der Verkehrswege. Doch manche Brücken verbinden nicht nur Orte, sondern auch das Reich der Menschen mit den Yokai. Wenn sich mancherorts die Nacht über eine Brücke senkt, werden die Tore verriegelt und Wachen aufgestellt, um zu verhindern, dass seltsame Wesen den Weg hinüberfinden. Alles klar. Okay. Ja. Ich finde übrigens, William sieht sehr gut aus mit dem Bart und den kurzen Haaren. Na, ich bin halt immer noch zu schwer beladen, ne? Das ist echt... echt ein bisschen scheiße. Muss eigentlich was aussehen. 70,6. Na komm, ist egal. Bisschen weniger Schutz, aber Hauptsache ich bin schnell unterwegs. Okay. Vielleicht sind Pfeile. Ja, ich habe extra Pfeile gekauft, Leute. Lass mal den Schrein. War da eben einer? Nee, das ist eine Pflanze. Ich dachte eben, hier läuft einer. Oh nein, der Rabe. Ja, der kommt nicht mehr.
Ja, Bogenduell. Okay. Das ist auf jeden Fall etwas, was ich benutzen muss am Gegner. Au. Ja, ich weiß nicht. Der Faultier-Talisman... Ich hätte es lieber, wenn ich einfach nur auf den Gegner zeige und nicht, wenn da so ein kleines Projektil hinfliegt. Das ist alles nur fehleranfällig. Aber andererseits, warum beschweren? Ist ja ein cooles Ding. Oh oh. Und ich schau wieder diese Blobs, Kinder. Warte mal, ich hab da auch ein... Tambor. Au. Ja, das war clever. Oh, was? Da ist zu. What? Alles klar. Und hier kann man übrigens ziemlich gut blocken, habe ich gemerkt. Oder einfach draufschlagen. Oh, hallo. Super, hübscher Hörner. Ich habe auch ein paar Schwerter hier mitgenommen. Au. Oh, scheiße. Oh, Gott. Ich wollte mal ein bisschen mit den kleinen Schwertern hier ausprobieren, aber nein. Mal lieber eine schnelle Stance damit. Oh, ich wollte schon sagen, geht das jetzt hier noch ein bisschen weiter, die wilde Party hier? Oh, wie gut, dass man hier wieder in den Tod stürzen kann. Ach, naja. Oh, komm schon. Oh. Ich hab's gewusst. Ich hab's gewusst. Ich bin doch nicht so ganz fit, Leute. Irgendwie, boah. Ich bin nicht so fit. Und gerade dann spiele ich Nioh. Jawoll. Läuft bei dir. So, wo ist das kleine Pisserchen? Ist noch Bock, langsam zu sein. Hey. Schädel. Hey, der Faultier ist mal das richtig geil. Aber dass der auch einfach so bei Bossen funktionieren soll, was ihr sagtet. Das finde ich ein bisschen krass, ehrlich gesagt. Ich meine, immerhin sind es Bosse, ne? Oh ja, natürlich sieht da alles zu.
Bam! Ja, die geben echt nicht auf, ne? Wow! Schädel nervt immer am meisten hier. Nein! Ja, Pissers. Ah, oh, komm schon. Okay, also die Brücke ist schon ein bisschen härter. Und wie gesagt, ich bin echt nicht auf der Höhe heute. Ich weiß gar nicht, was ich alles reden soll, ehrlich gesagt. Schlafmangel, ach man. Aber trotzdem bin ich so ein bisschen ruhelos wegen Energy Drinks. Naja. Ich wollte nicht mehr so viel über Real Life reden im Spiel jetzt. Habe ich ja gesagt. Aber guck mal, es ist kein Schwein da gerade. Na dann. Ach, genau. Noch einer. Na okay. War ja doch irgendwie machbar. Okay. Lass mir die ganzen Truhen. Ich wette nämlich, irgendwo ist ein Mimic drin. So ein kleiner Pilzmann. Ja, die Tür ist natürlich zu. Der Kumpel, hast du Bock zu tanzen? Nee, er will nicht. Aha. Magatama, was ist das denn? Oder warte. Bevor ich jetzt gehe, hier ist die Wand immer noch zu. Hallo. Na gut, die bleibt jetzt wohl zu. Nö, dann geht's auch nicht mehr weiter. Nee, dann alles gut. Das war halt nur so eine kleine Prügel-Nebenmission. Habe ich auch kein Problem mit. Die mache ich auch mal ganz gerne. So, da würde ich sagen, machen wir noch gleich den Weg des Kriegers hinterher, beziehungsweise kann ich jetzt aufleveln, dann kann ich theoretisch auch gleich noch den Ninja machen. Ist ja immer ganz nett für neue Skills, also dann habe ich fast wahrscheinlich alles verfügbar, aber bei der Magie, ja gut, also von den Grundfertigkeiten, es gibt ja immer noch einen ersten und zweiten und dritten Weg. Ich stehe in deiner Schuld, Sir Anjin. Wie ich hörte, sind Yokai aufgetaucht und haben vielen das Leben genommen. Ein großer Verlust, denn sie alle zählen zu meinen besten Samurai. Doch zumindest war ihr Tod nicht vergeblich. Die Gefahr ist gebannt. Hier ist deine Belohnung. Und da nur noch wenige zum Teilen da sind, ist dein Anteil noch größer. Hihihi. Ja. Verrückter Kerl. Na gut, dann werde ich gleich mal zur Schmiede gehen. Ja, ihr seht ja, Stufe 52, da geht nichts drüber.
So, ganz kurz zur Schmiede. Irasshai! Was hast du denn? Entwollter Text für Utensilien und zwar Klebetopf. Gefüllt mit einer klebrigen Flüssigkeit. Wirf ihn auf einen Feind, damit dieser keine Gegenstände benutzen und nicht die Waffe wechseln kann. Naja. Matadozo! Matadozo! Ist halt mehr so ein PvP-Ding, ne? Oh, lass mal gucken. Ups. Ist hier irgendwo? Nein. Ich will mal gucken, wie viel ich noch opfern muss. Einzigartige. Oh Gott. Nee, ungewöhnlich. Das ist gelb. Also ich muss gar nicht mehr so viele. Ja. Ah nee, warte mal. Matadozo. Ja, ja. Level up reicht leider auch noch nicht ganz. So, wie gesagt, die gelben muss ich noch opfern für dieses... Dieses kleine Perk da, für dieses, ja, Dingskirchen. Und dann habe ich wieder einen kleinen Punkt frei. Da. Nee, achso, das sind die Elixiere. Das sind die Elixiere. Weil die kann ich eigentlich auch gleich opfern, die sind nicht so geil. Nee. Jetzt Perlen. So, warte mal, wie viel brauche ich jetzt für 59.000? Oh Mann. 59.000, das heißt noch 13.000. Ich habe nämlich noch ein paar Kristalle, dann haue ich die gleich raus. Da habe ich Kristalle. So, perfekt. Ach nee, es reicht ja noch gar nicht. Eieiei. Es reicht noch nicht. Onio werde ich gleich benutzen. Locke des jungen Samurai werde ich gleich benutzen. Hallo? Das war 9. Oh Leute, sorry, wie gesagt, ich bin echt ein bisschen neben der Kappe. So, was nehmen wir denn? Geschick? Fehlt noch einer. Na egal, muss ja auch mal irgendwann sein, ne? So, aber weiter mit dem Krieger. Was gewandt mit genialen Strategen? Geste, wie wäre es hiermit? Oder damit? Anscheinend hast du das eine oder andere über den Umgang mit Waffen gelernt. Dieses Mal trete ich selbst gegen dich an. Glaube nicht, dass ich mich so leicht geschlagen gebe wie meine Schüler. Da los, zeig mir, was in dir steckt. Ja, diese Meisterschaftsstufe mit den Waffen, wie ist denn das? Wirkt das auf alle Waffen? Oder ich habe ja schon einiges an Waffen benutzt und die habe ich auch alle auf die Meisterstufe soweit. Naja. Oh. Ich freue mich schon auf die dritte Insel, Leute. Ja, das wird super. Noch eine weitere Insel, obwohl ich das hier eigentlich auch schon ganz cool finde. Na? Habe ich denn irgendwas? Hier, meine Waffen nur aus Holz. Haha. Wow, der hält aber ganz schön was aus, der Kerl. Ja? Oh nein! Kurz der Dreh, dann geht das schon. Der Kick ist super, Leute. Aha.
Das war's, Puppe. Ja. Okay, aber der hat ganz schön was ausgehalten, oder? Ja, das war die geheime Taisha-Kampfkunst, ist klar. Die ganze Zeit mit einer Holzkeule rumrennen und mir aufs Maul geben. Der hat echt eine fette Holzkeule. Na gut, ich bin jetzt nicht so überzeugt von seiner Technik, aber Kraft und Ausdauer hat er ja gut. Also, kann man sich nicht beschweren. Genau deswegen ziehe ich auch mal fette Rüstung an. Ich habe mir schon wieder was Neues geschmiedet, wie ihr vielleicht schon gesehen habt. Die ist leider noch ein bisschen viel zu schwer. Ja, haha, du hast es wirklich geschafft. Du hast mich in die Knie gezwungen. Ich werde dich als Schüler der Taisha-Schule anerkennen. Aber damit ist es noch nicht vorbei. Du besitzt die Stärke. Ich kann dich die nötige Technik lernen. Also ruh dich noch nicht aus. Übe jeden Tag noch mehr. Das nächste Mal, wenn wir uns begegnen, werden wir wirklich kämpfen. Ich kann es kaum erwarten. Hahaha. Ja. Alles klar. Alles klar. Das ganze gelbe Zeug werde ich erstmal... Oh, warte mal, Strategen. Ach, alles klar, das ist hier... Ist aber sehr leicht, glaube ich. Ja. Weiß nicht, ob mir das gefällt. Also kann ich es mir wahrscheinlich bald schmieden, von daher greife ich da drauf. Tschüss. So. Nö, ich werde auf jeden Fall noch nicht rüberschippern. Erbe der Nio. 45. Ja, ich nehme die 43, oder? Auch vorbei, Leute. Der letzte Part war ein bisschen länger. Ich bin echt fertig. Ich mache mal Schluss hier. Seid nicht böse. Dankt lieber fürs Zusehen. Gebt mir einen Daumen und so weiter. Ihr wisst Bescheid. Wir sehen uns wieder zu Nio.